Meine kleine Schwester hat am Montag ihren ersten Arbeitstag gehabt als Kindergärtnerin. Das heißt, sie hat einen verantwortungsvollen Job, ist für mehr als 20 Kinder in der Gruppe verantwortlich. Und wir haben uns durchgerechnet, wie lange müsste sie arbeiten, wenn sie immerhin fast ein Viertel ihres Gehaltes wegsparen kann, damit sie das bekommt, was der Sohn von Mateschitz jetzt geerbt hat. Und sind auf die erstaunliche Zahl gekommen von über 5 Millionen Jahren. Also wir sehen hier schon, wie krass ungleich verteilt die Dinge in diesem Land sind. Da kann ich nachvollziehen, warum jetzt der Ruf nach Erbschaftssteuern wieder lauter wird. Gerade auch, wenn wir uns ansehen, welches Erbschaftsvolumen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ja vererbt werden wird. Also das ist eine recht naheliegende Debatte und wenn wir uns im europäischen Umfeld umschauen, eigentlich auch international Standard.